Herzlich willkommen bei der aktuellen Kamera. Da sind Sie ja wieder. Wer? Hast du schon angefangen? Nee. Hallo Frau Kaide, hallo Welt. Da sind wir wieder, glaube ich. Willkommen im Magikochstudio. Achso, hier Matze und? Und Lutze. Und wie ihr seht, sind wir hier im Waldbad. Und wie ihr seht, gibt es da tatsächlich noch einen Schwimmer. Der ja. Beim Eisbaden übrigens. Ein täglich. Wir müssen uns wieder ein bisschen einüben. Nicht oben aufs Display gucken, wir müssen in die Linse reingucken. Ja, gucke ich doch. Merke ich gerade, ich nicht. Ist das so weit weg, das sieht keiner. Ach so. Mhm. So, Tag, nochmal. Ja. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder heute mal im Waldbad. Borkheide. Im Mai. Eis auf dem Wasser. Saison ist gestartet am 14. Mai und wir konnten bis heute, 705 waren es gestern, einer mehr, 706 Badegäste begrüßen. Mhm. Und wie viel Wassertemperatur hast du? Oh, wir hatten schon bis zu 20 Grad Wassertemperatur und teilweise war es außen sogar kälter als im Wasser. Aber heute nicht, ne? Heute sind 7 Grad Außentemperatur um 6 Uhr gewesen. Oh ja, ist ganz schön kalt gewesen. Es war auch die kälteste Nacht, aber das wird jetzt besser. So, da wir ja mal wieder Borkheide News TV machen müssen, fangen wir gleich damit an. Und zwar Maibaumaufstellung war gewesen. Na, endlich mal wieder richtig. Nicht nur so ein Krautbaum, den wir damals hochgezogen haben, sondern mal wieder richtig mit der Feuerwehr. Das war ein schöner Baum, den wir hochgezogen haben. Ja, man musste es ja auch zelebrieren damals. Es gab auch wieder den Kunst- und Kulturpreis zu gewinnen. Diesmal waren die Fireflies dran. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns, die wir ja auch schon mal Preisträger waren vor ein paar Jahren. Genau. Und ihr macht ein tolles Programm, die Fireflies. Und auch wieder endlich wieder auf verschiedenen Veranstaltungen zu sehen. Auch im privaten Bereich, macht weiter so, auch der Nachwuchs ist ja gesichert. Also sieht ganz gut aus. Genau, dann haben wir noch mehr auf dem Zettel und zwar, wir haben hier ein Video von der Fahrradstation, aber nicht, weil die so toll ist, sondern... Wegen Vandalismus ohne Verstand, aber wir brauchen jetzt gar nicht viel erzählen, weil du hast das Video selber mitgemacht und deswegen lassen wir hier einfach Bilder sprechen. Willkommen hier vor der Radstation hier in Borkheide, die ja hier für, ich glaube, 88.000 Euro hier mal gebaut wurde, wo mittlerweile erkennbar ist, dass hier ständig Vandalismus herrscht. Ich habe hier neben mir einmal den ersten Bürgermeister von Borkheide, Frank Seibicke. Stellvertretenden Bürgermeister. Und den zweiten, Frank Wiens. Und vom Touristikverein Potsdam Brück, Kai Fröhlich. Genau. Auch beim Amt Brück angestellt. Für Tourismus, genau. Genau. Und da wollten wir doch mal hören, wie die Stimmen dazu sind. Das ist ja ein ziemlicher Kostenaufwand. Wir haben hier schon mittlerweile schwer Panzerglas drauf. Und das ist nicht das erste Mal, dass hier ein Schaden entstanden ist. Wir fangen mal an mit Frank. Genau. Ich muss gestehen, mich macht es einfach nur wütend, wenn ich das jetzt hier sehe. Das ist ja schon der mehrfache Schaden hier entstanden an der Radstation. Das ist einfach für mich eine völlig hirnlose Missachtung von Werten, muss ich wirklich sagen. Wenn wir in der Gemeindevertretung sitzen und überlegen, wie man den Ort schöner gestalten kann, dann kommt wirklich mal als erstes die Überlegung, was geht überhaupt, was wird zerstört. Und das ist leider wieder ein Beispiel, genau, was das Ganze unterstützt und viele Sachen und viele Ideen einfach auch nur kaputt macht. Kai, du weißt schon, was das kosten würde, das zu reparieren? Ja, also allein diese Scheibe hier kostet 2.600 Euro zur Reparatur. Ist gerade vor kurzem ausgewechselt worden, aber jetzt schon wieder defekt. Die Scheibe oben auf den Sonnenpanelen ist auch kaputt. Die ist wahrscheinlich noch teurer, die ist ja deutlich größer. Und ich verstehe einfach nicht, wer kann was gegen so eine Radstation haben. Ich sehe da, also ich kann da keinen politischen Hintergrund in irgendeiner Form festmachen. Es gibt ja nun nichts Ökologisches und ja, Besseres für die Umwelt als Fahrradfahren. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, es sieht da wirklich schwer nach Vandalismus aus. Es ist ja nicht das Einzige. Wenn ich da sehe, an der Wand war auch mal eine Informationstafel, wo auch die Scheibe offensichtlich zerstört ist. Frank, möchtest du auch dazu was sagen? Wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen, warum man das sinnlos zerstört. Eigentlich wurde die Radstation gebaut, damit die Radfahrer nicht nur durch unseren Ort fahren, sondern damit sie auch sich hier Informationen über unseren Ort und unsere Region holen, ihre Fahrräder hier laden, dann zum Beispiel eine Runde in unserem schönen Bad schwimmen gehen oder am Bistro sich ein bisschen stärken. Und Informationen über unseren Ort und dann irgendwann vielleicht mal wiederzukommen. Also das ist auch der touristische Aspekt, der hier jedes Mal zerstört wird. Frank,
Kommen wir mal zum Kostenfaktor. Muss die Gemeinde dafür jetzt wieder gerade stehen? Das müssen wir reparieren, natürlich auf unsere eigenen Kosten, ja. Also das fällt jetzt wirklich zurück, ja, auf die Kosten der Gemeinde, denn das Ding wurde ja gesponsert von der EU. Genau. Damals, da war nur ein Anteil für die Gemeinde mit drin, soweit ich weiß. Genau. Und diese Schäden fehlt als Geld dann wieder für andere Sozial- oder Reparaturprojekte? Definitiv, wobei es völlig egal ist, meiner Meinung nach, wo das Geld letztendlich herkommt. Das sind unsere Steuergelder, ja, die da mit purer Gewalt zerstört worden sind. Hm. Macht es überhaupt noch Sinn, das Ding wieder zu reparieren? Ich hoffe, weil es ist einfach eine schöne Anlage. Ich meine, es ist Teil des Radwegs Deutsche Einheit, der ja nun durch die ganze Republik führt. Und es ist ein schöner Baustein, den wir hier haben in Burgheide. Und vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken, hier eine Videoüberwachung zu installieren. Wir beraten darüber mit dem Datenschutzbeauftragten, dass der Vandalismus hier endlich mal aufhört. Also ich würde mal so sagen, kann man eigentlich nur empfehlen, dass diejenigen, die hier so überschüssige Kräfte haben, sich beim Sportverein melden oder hier im Waldbad und dort tätig werden können, damit sie Bewegung haben, ausreichend. Aber das ist sowas von Sinn und Hirnlos, kann man nicht viel zu sagen. Gut, das war es erstmal dazu, denke ich. Wir werden es weiter beobachten, was hier passiert, und mal schauen, wann die Sache hier wieder repariert wurde. Jo, lasst die Finger davon, Leute. Mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank an euch drei, dass ihr hier wart. Danke. Wir sehen uns. Tschüss. Das ist ein Schwachsinn, oder? Ja, noch vielen Dank an die drei vom Amt und von der Touristik. Vom Touristikverein, ja, dass sie über ihr Statement dazu abgegeben haben. Ich weiß ja nicht, was immer in den Köpfen los ist, dass man nichts ganz lassen kann. Ja. Das kostet mal, alles nur Geld. Da muss wirklich pure Gewalt da geherrscht haben. So ein Panzerglas da zu zerschlagen, doppeltes Panzerglas, ist schon eine Kunst. Ja, also, ja, muss man schon sagen. So, Pilzesuche aufgepasst in den Wäldern, auch mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Immer noch Minenfund südlich von Burgheide Richtung Linde runter. Ja. Kann man nur sagen, nach wie vor aufpassen, dass da nicht im Wald mal was passiert. Das sieht man mal, dass Kriege keinen Sinn machen. Absolut nicht. Nee, weil das Zeug kriegt man ja dann in seiner Lebzeit nicht mehr raus. Und aktueller als je zuvor. Jo, die nächste große Veranstaltung, die hier im Burgheidens Haus steht, ist beim BSV 90, genau, gleich da drüben. Und zwar 30 Jahre BSV 90, aber so richtig stimmt das nicht, ne? Na, die haben ja auch Corona-bedingt mal kurz ausgesetzt. Und am 11.06. geht's los. Mit ganz viel Programm und Musik. Und ich glaube auch alle Sektionen, habe ich irgendwo gelesen, stellen sich an dem Tag auch vor. Mhm. Ja. Und sind natürlich auch alle Burgheider und Burgheiderinnen und aus dem Umland eingeladen. Und dann können die sich mal informieren, was dort eigentlich alles so los ist und vielleicht sogar dem Verein beitreten, wenn sie Lust haben. Zum Beispiel. Ja. Davon leben ja die Vereine. So, wir stehen hier schräg gegenüber von der Feuerwehr, mitten am Waldbad. Und auch der Feuerwehr wollen wir mal richtig Dank sagen. Die waren ja in letzter Zeit wieder ziemlich häufig unterwegs. Und nicht nur wegen umgefallener Bäume, sondern es gab mal wieder einen Schmorbrand hier. Ein Brand in den langen Stücken. Ein Bungalow hat da gebrannt. Wohl im Sicherungskasten. Ja. Sicherungskasten, genau. Und Unfälle gab es auch, wo so zugange waren. Und die Jugendfeuerwehr war auch aktiv, ne? Die Jugendfeuerwehr war am Wochenende, hatten die ihr Jugendfeuerwehrcamp hier im Feuerwehrgebäude. Wollten eigentlich zelten, aber bei dem Wetter war es wahrscheinlich doch besser, drinnen auf Feldbetten zu nächtigen. Ja, man hat bei den Betreuern doch etwas kleinere Augen gesehen, weil die Nächte waren wohl doch etwas zu kurz geraten. Aber das ist nun bei so einem Hühnerhaufen einfach nicht anders machbar. Ja, wie gesagt, Dankeschön an die Organisatoren. Habt ihr toll gemacht, und ich denke mal auch für die Kinder war es wieder eine Bereicherung. Auch so ein paar Sachen realistisch nachzustellen, wie zum Beispiel hier, Jürgen ging es nicht gut, sieht man da auf dem Bild. Ja, sowas kann man machen, das ist ein bisschen Vorbereitung auf Situationen, die auch später mal kommen können. Genau, dann haben wir noch was vergessen, und zwar so kurz, am Anfang, am 9.5. wurde uns ein neuer Amtsdirektor beschert. Ja, der Matthias Rüll. Ja, Matthias ist ein Team. Ja, trotzdem, der Name ist schon spontan sympathisch. Ja. Viel Erfolg in der neuen Position, auch von uns hier aus Burgheide. Wir drücken den Daumen, dass alles wunschgemäß klappt. So, was haben wir noch? Ach so, ja, Geld. Wir brauchen nicht mehr bezahlen beim Einkaufen, habe ich gehört. Du hast doch da, ne? Es wird komplizierter. Ja, Netto-App funktioniert noch, habe ich dann gemerkt. Aber EC-Karten funktionieren nicht alle. Hintergrund ist, so wie ich mich ein bisschen belesen habe,
Teilweise gibt es zu alte Kartenlesegeräte, die nicht mehr ein Software-Update bekommen haben, jetzt dadurch ausgefallen sind und aber auch nicht mehr online geupdatet werden können. Das heißt, die müssen wirklich vor Ort fahren und die Geräte updaten oder direkt gleich austauschen. Das wird dann auf alle über? Das hat diverse Geräte. Also manche benutzen ja die gleichen Geräte in verschiedenen Firmen. Und da geht's wohl drunter und drüber gerade. Und das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten. Also doch wieder ein bisschen Bargeld einstecken und sich nicht nur auf die elektronischen Zahlungen verlassen. Ja, haben wir ja thematisch fast alles abgehandelt. Außer das Wetter, es war kalt heute Morgen. Ja, es war wirklich kalt, war auch die kälteste Nacht jetzt im Mai, glaube ich, gewesen. Geht jetzt aber wieder aufwärts und wir sollen wohl Richtung Mittwoch wieder 24 Grad bekommen. Außer, dass Regen wenig zu sehen ist. Heute ist noch mit dem einen oder anderen Getröpfel heute am Sonntag zu rechnen. Montag stand ein bisschen Vorschauregen drin, glaube ich aber nicht. Und dann wird es bis Richtung 10. Juni erstmal vermutlich wieder trocken und für uns natürlich hier zu trocken bleiben. Ich finde das total modern. Guck mal hier, Deutscher Wetterdienst, ein Telefax. Ein Telefax? Ja, gar keine Mail. Nee, wir kriegen Telefaxe. Ja, Telefaxe. Ja. Was sagt man? Wenn, was kriegen sagt, wir Schnee sagt jetzt? Hier heute in der Prignitz Gewitter steht hier drauf. Ja. Und ja, immer noch Wind. Zum Glück hört der Wind langsam auf, weil das war ja sehr unangenehm die letzten Tage, als genau. Hier gepfiffen hat. Und auch noch kalt teilweise. Also warmer Wind ist immer noch schön, aber so kalt durchpfeift, das macht doch keinen Spaß. Wir hatten schon ein bisschen Wärme, aber es soll ja wieder kommen. Ab nächste Woche soll es wieder warm werden, habe ich gesehen. Genau. Und dann schauen wir mal. Alles wird gut. Jo, so. Du fährst noch in Urlaub? Ich fahre irgendwann in Urlaub, ja. Ja, ich fahre nach Kamerun. Kamerun? Nach Afrika? Kamerun, ja. Also, kannst du ja Kameruner essen, ne? Auch, ja. Mhm. Aber ich glaube, wir nehmen das Kamerun an der Müritz. Okay. Jo, dann hoffen wir mal, dass das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird, damit hier draußen das Waldbad sich wieder füllt ordentlich. Ferien sind ja noch nicht, ja. Die sind erst ab Juli bis 20. August, glaube ich. Am 7. Juli sind die Ferien, das dauert noch ein bisschen, genau. Oder 2.7.? Ach, was weiß ich. Ja. Jedenfalls sind im Juli erst Ferien. Das fällt einem ja, wenn man keine Kinder mehr hat, im schulpflichtigen Alter gar nicht mehr auf, dass Ferien sind, außer wenn der Verkehr ein bisschen ruhiger ist draußen. Ja, so, Waldbad nach wie vor, 11 bis 19 Uhr geöffnet. Preise sind genau wie im Vorjahr geblieben, keine Veränderung. Wem die 4 Euro am Eingang zu teuer sind, der kann natürlich Vereinsmitglied werden. Nach ein paar Eintritten lohnt sich der Mitgliedsbeitrag auch schon. Das lohnt sich sowieso immer. Ja, na? Auf jeden Fall. Gut, das war's eigentlich. So, das war die Sendung aus dem Waldbad im Mai 2022. Denn wir wünschen euch alles Gute und mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht schaffen wir es so jeden Monat einmal eine zu machen. Wir gucken mal. Wir wollen es ja nicht festlegen, haben wir gesagt. Nö. Bis dahin, alles Gute euch. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss.